Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das, oder habt das auch schon im Bildchen gesehen, mit den Barbaren fängt dieses Spiel hier eigentlich an. Und auch bei meinen vielen Dörfern und auch bei dem Thorstendorf hier hat irgendwann mal jemand mit den Barbaren hier angefangen. Es ist die erste Truppe, die du bekommst in diesem Spiel. Und bei mir ist es heute mal, habe ich gedacht, die letzte Truppe, die ich level. Also das Ding steht hier jetzt auch schon einen Tag, denn ihr habt das ja, glaube ich, mitbekommen. Ich habe am Mittwoch noch auf Twitch gestreamt und dann am Donnerstag, Freitag kamen leider keine Folgen für euch. Das lag dann halt an meinem Zeitmanagement, dass ich das nicht gepackt habe. Und deswegen habe ich auch schon einen Tag, ich nenne es mal so, einen Tag Labor verloren. Das war aber nicht so schlimm. Also in den anderen Dörfern habe ich meine Pflichtsachen gemacht, aber mehr ging halt nicht. Und ihr seht das hier forschen. Ich kann auch eine einzige Truppe forschen. Es sind die Barbaren. Ich hatte das vor kurzem ja schon mal gesagt. Diese beiden Truppen hier, also die Bartstruppen, die Archer, also die Bogenschützinnen und die Barbaren sind eigentlich immer meine letzten Truppen, die ich level. Ich meine, ich level sie, aber ich level sie dann nicht beim Rathausaufstieg als allererstes, sondern meistens als letztes. Und die Barbaren sind erstmal meine letzte Truppe. Ihr seht das, ich habe alles maxed. Die Maschine hinten sowieso. Ich habe ja alles den Barbaren und den Bogenschützen vorgezogen. Aber dennoch will ich die jetzt 10 Tage auf die Reise schicken. Und ich denke mal, das reicht in jedem Fall. Was ich aber nicht bedacht habe, dass es natürlich ein April-Update gibt. Und das habe ich natürlich auch mitbekommen. Ich habe nur halt nichts davon gemacht, weil das könnt ihr auf anderen Kanälen sehen. Die, die dort Entwickler-Accounts haben, sind mit ihren Videos immer so viel, viel schneller, als ich es eigentlich sein kann. Gehe ich aber gleich mal drauf ein. Ich will in jedem Fall mal einen Gegner suchen, denn nach wie vor müssen wir ein paar Mauern machen. Und wir haben auch noch ein bisschen Clankrieg hier zu spielen. Einer ist jetzt gerade vorbei, aber gehe ich gleich mal drauf ein. Und natürlich auch meine kleine Meinung zu den Update-News. Oha, ich habe gleich mal einen gefunden und ihr seht das, die Armee habe ich am Mittwoch auch schon benutzt. Das ist das Witzige, auch auf den anderen Accounts benutze ich im Moment verstärkt Hog Rider zum Farmen tatsächlich. Mit Riesen, glaube ich, war das ja, das war ja die letzte Challenge mit den Riesen, dass man Riesen ausbildete und ich konnte mit dem Rathaus 9er zumindest super hier dieses Eventspiel mal sehen. Ob ich das auch mit dem 12er kann, aber ich bin auch mit dem schon so ein bisschen länger mit den... Oh, ich habe nichts in der Clanburg, oh, das ist natürlich kacke. Okay, ich habe nichts in der Clanburg. Ich verbrauche die aber, glaube ich, trotzdem. Ja, ist egal. Ich mache den Angriff jetzt. Denn ich möchte ganz gerne, dass das Event noch vor morgen irgendwie fertig haben. Vor morgen irgendwie fertig. Ich nehme trotzdem die Karre. Die kann mir hier so ein bisschen das Ganze hier aufmachen, dass ich hier mit meinen Helden dann so ein bisschen nachkomme und die mir nicht ganz so nach außen laufen. Also ihr seht das, ich habe die Hogs dabei und wir nehmen unseren Warden hier mit rein. Jetzt muss die Queen nur gleich wieder so komisch rumlaufen hier. Das macht die erstmal nicht, die bleibt da in der Ecke hängen. Ah, das ist auch mal ein bisschen dusselig. Okay, meine Riesen sind da aber noch in Heilung, das ist ganz gut. Die tanken also, der Dicke tankt auch und ich will ihn natürlich nicht verkümmern lassen. Aber ich glaube, wir kriegen den Adler da nicht. Ah, wir kriegen den Adler nicht. Und wenn wir den Adler nicht kriegen, dann haben wir ein Problem. Also nehmen wir hier die Hoggies mit rein. Und in der Hoffnung, dass die so ein bisschen zu dem Adler gehen hier. Was kann ich denn eigentlich hier noch verschlimmbessern? Ah, ich hätte die Queen verschlimmbessern sollen. Jetzt gehen die Riesen hier doch endlich rein. Oh, meine... Oh, ja, das war ein Single. Das war ein Single-Inferno, sehe ich gerade. Das ist ein Single-Inferno gewesen. Und der war natürlich heftigst. Alter, der war heftigst. Okay, 48%, das könnten wir... Oh, das packen wir ja gar nicht. Und wir haben noch nicht mal Loot gepackt, aber doch 50% haben wir gepackt. Okay, also immerhin so ein bisschen was. Meine drei Magier lasse ich hier jetzt ganz, ganz schnell draufgehen, hier im Bogenschützenturm. Dann ist die Truppe erstmal weg. Also der Angriff war zwar unterirdisch, aber ich habe immerhin den einen Stern hier geholt und... und so ein bisschen Lot reingeholt mit den Hoggies hier. Ich habe nicht gesehen, dass da in der Mitte der Single Inferno auf meiner Queen war. Okay, mit dem Bonus kann ich da sogar mit leben. Und ich trainiere die Truppe in jedem Fall mal nach. Wir können auch einen, ich glaube, wir können auch einen Trank nehmen. Jetzt nehme ich in jedem Fall, ich habe keine Truppen angefordert. Das geht natürlich gar nicht, Bodenwut. Und ich habe einen, oh, ich hatte heute einen Trank im Shop hier beim schmierigen Händler. Der bietet mir ja alle 39, nee, in 39 Tagen, glaube ich,
an drei darauffolgenden Tagen zweimal die Tränke an. Und mehr gibt es hier halt im Moment nicht, deswegen booste ich auch relativ wenig. Aber ich habe zumindest jetzt meine Barbaren angestoßen und ich lasse sie jetzt nochmal eben recken, mache auf jeden Fall einen zweiten Angriff, aber vorher gehen wir mal auf die kleinen Updates ein. Also schauen wir mal in die englischen News rein. Ich stelle heute mal nicht auf Deutsch, das hat einen ganz bestimmten Grund, dass es hier oben neben den Dark Clouds, ja, neben den neuen Dark Clouds eigentlich etwas gab. Ich habe mir doch noch auf Deutsch hier, ich hatte ihn nur auf dem Handy, auf Englisch. Also es gibt die, naja, es gibt die Info-Updates von Itzu, keine Frage. Die gibt es sogar heute als Video. Top. Und aber die Balanceänderung hier oder überhaupt die Änderung, die es jetzt gibt, Bogenschützenturm Level 17, ist schon wohl zum Sonntag 12 Millionen Gold. Verbesserungszeit 12 Tage. Ich denke mal auf Level Rathaus Level 13 wird er dann wieder 14 Tage brauchen, wenn er dann wieder einen hochgeht. Also es gibt die Kanone auch neu. Ich habe es alles so ein bisschen hingenommen und das heißt also, Base ist noch nicht maxed. Es kommt ja jetzt noch ein bisschen was raus und dementsprechend haben wir noch so ein bisschen an der Defense zu arbeiten. Gerade in dem Rathaus 11 und 12 Bereich habe ich schon immer gesagt, es gibt 700 Kanonen und ich glaube 800 Bogenschützentürme, denn die dauern echt lange, weil du einmal rum um die Base musst in der Regel und musst alle einmal machen, hast nur 5 Bauarbeiter oder halt du knüppelst sie dir hoch mit einigen Hämmern aus den von den Medaillen. Aber es wird demnächst auch neue Truppenlevel geben, also Hexe Level 5 wird kommen, kein Thema. Auch schon, denke ich mal, so ein bisschen in Richtung Rathaus 13, dass man da jetzt nicht alle Truppen auf einmal machen muss. Und ab Rathaus Level 10 Veränderung der Hexenlevel ab Rathaus 10. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ab Rathaus 10 auch der Hexenlevel verändert wird. Das heißt auf Rathaus 10 3, auf Rathaus 11 4 und jetzt hier bei 12 auf 5. Das weiß ich noch gar nicht. Das konnte ich jetzt so im ersten Satz hier nicht rauslesen. Schweinereiter bekommen einen neuen Level. Hurra, meine Lieblinge. Also hier schon mal die Hexe. Ich meine, okay, das andere könnt ihr selber lesen. Verbesserungsdauer, Werte und so weiter. Die Schweinereiter auf 9 ist glaube ich, das Netteste, was man haben kann. Alter Falter. 920 Trefferpunkte. 1000 Trefferpunkte ist schon nett. Und Ausbildungsdauer und Ausbildungskosten, glaube ich, haben sich dann dementsprechend nicht verändert, beziehungsweise werden dann so ein bisschen angepasst. Der Eisgolem, das finde ich sehr interessant. Der Eisgolem ist so ein bisschen eine Truppe. Bei uns im Clan sehe ich den Eisgolem immer nur in der Defensive, aber selten in der Offensive. Und er wird jetzt mal so ein bisschen verbessert. Übrigens alles auf Labor Level 10. Das heißt, wir müssen das Labor erstmal nicht weiter leveln. Wir können direkt weiter upgraden. Aber was ich richtig cool finde, ist die Spielbalance, denn der Eisgolem wird jetzt offensiv und defensiv geskillt. Das heißt also, er fügt etwas, wenn er in der Clanburg ist und defensive spielt, dann ist sein Frost, den er ja macht, wenn er dann kaputt geht, ist ein bisschen reduziert worden. Das war auch schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Es ist ein bisschen reduziert worden, wenn ich auch, doch, ist schon ganz schön viel. Aber beim offensiven Eisgolem ist der Frostradius übrigens auf allen Leveln um 36% erhöht. Alter, der macht dann so ein ganzes Feld, frostet der komplett weg. Das finde ich, weiß ich noch nicht, wie ich es finde, man muss es ja dann ausprobieren. Und was bedeutet das? Also auch immer mit kleinen Erklärungen, finde ich immer ganz nett gemacht hier von Supercell. Wenn der Eisgolem mit einer Gegner zur Verteidigung eingesetzt wird, die Dauer des Frosthauers verkürzt. Okay, haben wir gerade gesehen. Schreibt man eigentlich groß, das D, wenn man jemanden anspricht oder deine Gegner Eisgolems zum Angreifen verwenden. Ich werde es dem Community Manager irgendwann mal mitschreiben oder mittippeln, dass er, wenn er uns anspricht und Spieler, dann möchte er bitte, wenn er uns denn anspricht, die Ds zumindest groß schreiben. Wird die ursprüngliche Dauer des Frosthauers und der Radius der Frostwirkung 36% erhöht. Das ist echt nett. Das finde ich nicht nett, also ich finde es eigentlich überflüssig, dass man die Tornado-Falle nerft. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, die ist wirklich geil. Sie ist nervig. Und warum wird sie jetzt genervt? Ich meine, war sie jetzt zu nervig? Ich glaube mal eher nicht. Und die Sekunden werden halt runtergesetzt von 10 Sekunden auf 7 Sekunden nur noch. Und okay. Ist jetzt nicht mehr ganz so stark. Der Schaden bleibt halt der gleiche. Aber die Tornado-Falle herumgeschleudert zu werden, um mehr Zeit damit zu verbringen. Ja, danke schön. Die Dörfer deiner Gegner zu zerstören. Ja, alles klar. Mauerbrecher, beste Truppe hier im Spiel. Mauerbrecher erhalten eine kleine Erhöhung der Trefferpunkte von Level 5 bis 8, aber auch der Schaden der Bombe wird gleichzeitig ein bisschen erhöht.
Finde ich in Ordnung. Also das ist so ein bisschen matched. So will ich das mal sagen. Und okay, Bauarbeiterbasis. Das, ja, ich weiß nicht. Das habe ich wirklich ganz, ganz schnell durchgescrollt. Okay, Reckzeit der Kampfmaschine. Endlich ist die Kampfmaschine auch dann fertig, wenn deine Truppen fertig sind. War ja immer nervig. Truppen ready, Kampfmaschine auch noch gebraucht. Alles okay. Und die Kampfmaschine wird gegen die Riesenkanone länger überleben und nicht mehr großen Schaden erleiden. Oh. Ja, das hat mich auch immer ein bisschen gewundert. Eine Max-Kampfmaschine oder eine Max-Kampfmaschine gegen die Riesenbombe oder die Riesenkanone, entschuldigt, schießt einmal und das Ding ist schon fast down. Ich meine, das ist 25er Kampfmaschine, ist fast down. Aber wenn so eine Max-Riesenkanone auf meine Hexe schießt, dann überlebt die einen Schuss. Das hat mich schon immer ein bisschen gewundert. Also das haben sie jetzt ein bisschen angepasst. Aber die beste Änderung, glaube ich, ist habe ich die jetzt überlesen? Die allerbeste Änderung hier. Aber die taucht hier gar nicht auf. Die allerbeste Änderung taucht hier gar nicht auf. Ich fasse es gar nicht. Im deutschen Client fehlt was. Spiel immer langs. Im deutschen Client fehlt ja tatsächlich was. Kampfmaschine. Ende. Okay, ich stelle doch mal kurz auf Englisch. Vielleicht haben sie es im deutschen Client auch weggelassen, weil er auf das Video von Itzo dort verwiesen wurde. Aber hier, glaube ich, hier ist es, glaube ich, drin. Das, worauf die ganze Clash of Clans Welt gewartet hat, nämlich, dass endlich was an den Wolken gemacht wurde. Also nicht, dass die Wolken nicht mehr da sind. Also die Clouds, die Lupe. Nein, nein, nein. Darauf hat die Welt wirklich gewartet. Die machen jetzt die. Sie machen die Wolken dunkel oder die Clouds dunkel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mich ein bisschen beömmelt darüber, muss ich sagen. Denn sie kriegen es nicht in den Griff, dort oben eine anständige Gegnersuche hinbekommen. Also ab Titan, ich glaube, es ist schon so ab Titan 2, 1 und dann Legende, dass sie eine ordentliche Lootenzeit dorthin bekommen. Vor allen Dingen in Legende, so ab 6000 Pokis. Nein, was haben sie gemacht? Sie haben einfach mal die Clouds getauscht. Also, das soll natürlich so ein bisschen augenschonend sein, wenn du also sowieso in einem hellen Raum jetzt zockelst oder es ist sehr, sehr hell und du magst das nicht, wenn immer die Wolke da ist, in so einem hellen Schein, weil du gerade so im Bett liegst und denkst, ah, ich habe 6000 Pokis. Wie lange dauert wohl diese helle Wolke? Na, sie ist jetzt dunkel und du kannst ganz beruhigt, während du in den Wolken bist, also in der Lupe bist, einschlafen, finde ich. Ich finde, das ist die allerbeste Veränderung hier. Die ist so unnütze, finde ich. Also sie ist schon nütze für die Augen, aber ich finde, für Spiel ist es unnütze, denn das hätten sie schon vor Jahren bringen können, als sie die Legende angeschafft hatten oder eingebracht haben. Und finde ich ganz witzig. Also stay tuned for the last piece of news, also es wird nicht mehr ganz, ganz so viel News geben. Irgendwann kommt das Update dann raus und ich bin natürlich schon ein bisschen gespannt. Klar, spare ich dann dafür wieder. Ich werde dafür auch von der Liga runtergehen, dass ich hier zumindest ein wenig meine Mauern dann noch weitermachen kann und natürlich auch meine Gebäude weiter leveln kann. Meine Helden brauchen noch ein paar Sekunden. Ich suche schon mal in den Wolken. Hoppa, okay. Den kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. 8000 Dunkles, okay, Dunkles brauche ich jetzt nicht, aber der Rest ist ganz cool. Und die Base ist nicht so super stark, sehe ich gerade. Das ist noch so, denke ich mal, Rathaus 10. Defensive, Queen ist da. Ich will tatsächlich mit dieser Truppe so ein bisschen Classic vorgehen. Das heißt also, wir schicken die Riesen vor, die Riesen in Heilung. Okay, da sind jetzt die doofen Luftabwehren. Ich glaube, das ist aber jetzt nicht ganz so super schlimm. Und wir nehmen auch unsere Karre hier mit rein, denn die muss so ein bisschen Mauerbrecher spielen. Also auch die Bowler hier hinterher. Da muss das eine Lager, wenn es denn geht, noch weggehen. Sonst gehen leider meine Helden wieder außen rum. Und ja, ich setze jetzt mal den King. Der geht natürlich erstmal auf das Lager. Okay. Ah nein, der geht rein. Alter, der King geht rein. Okay. Der King geht schon mal rein. Und hier unten haben wir es mit Multi-Infernos zu tun, sehe ich gerade. Wir bringen hier mal so ein bisschen unsere Heiler in Wut und die paar Bowler, die wir da haben. Okay, oh, die Multi sind natürlich super. Die tun jetzt nicht ganz so dolle weh. Aber wir kommen natürlich nicht wirklich an die Adler-Artillerie ran, in dem Fall. Und müssen dann. Das müssen wir irgendwie mit unseren Hogs machen. Ich gucke mal, wo die Hogs jetzt hingehen. Okay, die gehen jetzt dort auf den Feger. Ich hau jetzt alle Hogs hier auf den Feger rauf. In der Hoffnung, dass die jetzt hier alles in der Mitte
zertrümmern, was da denn ist. Zweimal gefrostet hier. Hier nochmal die Queen und den einzigen Heiler, glaube ich, in Wut gebracht. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Haben wir da irgendwie irgendwelches Getier hier in der Mitte? Ne, das haben wir erstmal nicht. Oh, da war noch voll die Riesenbombe. Scheiße, da war mein Heil ein wenig zu spät, aber meine Hoggies gehen hier ganz gut durch. Hier hinten kann ich meine Cleanups schon mal setzen. Da haben wir, da haben wir ja noch ein, da haben wir ja noch richtig was. Oh, da, doch nicht alles bekommen. Schade auch. Doch nicht alles bekommen. Das Dunkle war mir sowieso Latte. Ich war ja noch scharf auf Gold und Elex. Alter, hat der das hier hinten noch voll? Und wo kann ich dem denn noch so ein bisschen was wegschnuggeln? Ich würde fast sagen da. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ich würde auch fast sagen hier. Denn der Bogenschützenturm ist jetzt gerade beschäftigt mit meinen Truppen da unten. Also müsste ich den noch irgendwie schaffen mit den Laki hier. Ja, das haben wir auch gepackt. Die beiden gehen auch noch so ein kleines Stück weiter an. Nee, mein Magier und mein Lakai meinen, sie müssten sich trennen. Ah, nee, nicht. Ah, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Queen ist noch dabei. Die machen jetzt das Innenlager Glück gehabt. Haben ein bisschen Glück gehabt, noch beim Farm hier. Das Dunkle kann er behalten. Der Rathaus 11 hier. Okay, oh, Queen hat jetzt noch ein Lager gemacht. Das tut mir natürlich leid. Und den Rest, der ist sicherlich nicht mehr hier im Storage drin. Oder ist da doch noch ein bisschen was drin? Also ein ganz kleines bisschen ist da noch drin. Okay, aber das ist dann auch gewesen. Mehr kriegen wir hier nicht. Ich denke mal, das ist ganz gut hier oben in der Liga. Und wir haben jetzt schon zwei Angriffe hier ganz gut hingelegt. Bonus haben wir auch reinbekommen. Jawohl, endlich mal wieder ein Bonus. Es hat jetzt auch ein bisschen gedauert, dass ich mir den mal wieder reinspiele. Also satte zwei Tage habe ich hier auch recht wenig gemacht. Nochmal ein bisschen Bodenwut angefordert. 2, 3, 1, das passt ganz gut. Truppen sind schon mal fertig. Helden sind gleich auch wieder ready. Kurzer Cut, machen wir noch einen dritten Angriff, würde ich sagen. Damit habe ich das Event noch nicht ganz durchgespielt. Wir haben ja zwei Angriffe gemacht. Einen hatte ich vorher zufälligerweise schon gemacht. Hier oben haben wir das Tagesevent mit der Builderbase. Da habe ich mal gar keine Lust drauf, also das können sie behalten. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Dritter Angriff mit den, denke ich mal, netten Schweinereitern hier. Okay, 480, das Dunkle halt. Ja, ich hoffe, das wird jetzt kein 99% Angriff, denn ich habe eben so gelacht, so ein bisschen. Ich musste leider ein bisschen im Discord lachen, denn heute Nachmittag hat mich jemand angeschrieben, beziehungsweise mich auf Discord privat angeschrieben, hat mir ein Bild geschickt von einer Rathaus Level 10 Base, wie er den am besten machen kann. Ich hatte ihm dann geschrieben, aus dem mal wieder blödsten Stau auf der A2, den man heute haben konnte, dass ich den mit Luft machen würde. Also ich jetzt würde das so machen. Das muss ja kein anderer denn mitmachen. Aber ich habe da gesagt, ich würde den mit Luft machen. Und jetzt schreibt er mir eben zurück. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Es ist ein Zweiständer geworden mit 99%. Also mit der Truppe lagen wir schon richtig. Aber echt ärgerlich. Schade auch. Echt schade. Und wir nehmen das Ding mal in Fries und das Ding hier mal in Fries. Hier haben wir jetzt ein paar Ballons, glaube ich, zu machen. Die haben wir jetzt mal schon mal eingefroren und kommt so ein bisschen geht hier jetzt noch am Rathaus. Jawohl, das ist ganz gut geworden. Und dann nehmen wir mal von hier unsere Hoggies rein, denn der Single Inferno dort muss sterben. Wir nehmen die noch mal in Wut hier. Dann haben wir jetzt auch wirklich mal alles rausgeballert, was so geht. Und hier haben wir jetzt unseren Heilzauber. Ja, geht noch ganz gut. Aber Adler Defense ist noch fett am Leben hier. Queen ist jetzt auch schon down. Habe ich die Queen vergessen? Ich habe es jetzt eben nicht gesehen, ob ich die Queen vergessen habe. Hier muss ich nochmal durchheilen am Bombenturm. Und dann können wir hier hinten schon langsam anfangen mit unserem Cleanup. Jawohl, wir haben keinen Zauber mehr offen. Wir haben noch einen Warden. Der Warden wird geheilt. Achso, der ist gerade durch den Heilkreis geflogen. Ja, ist auch witzig. Warden steht auf Boden und kann fliegen. Ja, ist auch irgendwie unreal, aber könnte das mal ein Dreier werden? Könnte das einmal ein Dreisterner werden? Das ist noch ein Single Inferno, den könnten die sich jetzt noch schnappen. Die Hocks, ein Hock geht drauf, das ist ein bisschen zu wenig. Schade auch, schade. Es hätte ja mal sein können, dass ich mit der Armee hier einen Dreisterner mache. Mache ich aber leider nicht, aber immerhin haben wir gewonnen. Da ist die Tornadofalle noch gewesen. Ihr seht das gerade, die bläst hier noch so ein bisschen ins Leere hier.
Ah, ärgerlich. Aber so ein, hier hinten kriegen wir ja noch so ein etwas bisschen Loot ab. Und ja, war ganz gut, denke ich mal. Aber schade auch, wie gesagt, dass es nicht geklappt hat mit dem 3 Sterne auf Rathaus Level 10. Aber einfach mal weitermachen, ist nur ein Spiel. Und 99% können einen ja auch freuen oder nicht freuen. Ich freue mich über 99% mittlerweile auch nicht mehr wirklich. Aber, weil wie gesagt, was willst du machen? Ist halt ein Spiel. Und die Spiel hier heißt Clash of Clans, ist immer noch cool. Alter, ich kann ja richtig was abholzen hier. 18 Sekunden noch, die lasse ich mal mit euch auslaufen. Den letzten Angriff mache ich jetzt ein bisschen offline. Und dann hoffe ich, dass ich wieder so ein bisschen, dass so ein kleines bisschen Regelmäßigkeit wieder reinkommt. Dass ich jetzt mal so ein bisschen, ach schade, drei Lager noch. Drei Lager noch, schade auch. Okay, haben wir nicht mehr geschafft und wir haben auch nicht wirklich viel Loot geholt. 97% Bonus auch nur reingefahren. Aber okay, das war jetzt nicht ganz so schlimm. 4 Millionen, 3 Millionen, ich glaube, ich habe ein wenig in der Treasury drin. Ja, 2,8. Das lohnt sich in jedem Fall, die mal eben leer zu machen, denn ich brauche das Elex jetzt nicht mehr. Die 8 Millionen haben mir eben echt wehgetan bei den Barbaren. Das heißt, wir können hier fröhlich unsere Mauern weitermachen. Oh, die Mauer ist schon durch. Dann machen wir mal einmal die. Und wie viel haben wir noch? Wenn ihr meine Folgen gesehen habt, dann wisst ihr in etwa, wie viel wir noch haben. 189 noch. Ist ja im brauchbaren Bereich. Wir nehmen die Hoggies noch mal nach, einmal die Maschine noch mal nach und die ziehen wir aber nach vorne. Spells haben wir, das haben wir, das haben wir. Anfordern passt so. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gepasst. Sie ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber als kleine Entschädigung für 2 Tage kein Video gab es jetzt heute mal ein bisschen länger ein Video und es gab es auch ein bisschen früher. Ich lade das Ding jetzt gleich hoch, nachdem ich es geschnitten habe und dann seht ihr das schon in den frühen Morgenstunden, also ich glaube mal so 9, 10, 10 Uhr kann ich mir ganz gut vorstellen und nicht erst 12 Uhr. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns. Bis dahin, Clash on, euer.